Die noch normaleren 5. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Nachdem die Frage gestellt ist, schreibt ihr eure Antwort auf. Ich schließe dann die Runde und frage euch ab. Ihr dürft mit dem Buzzer jeder einmal einen Telefonjoker nutzen. Dann wird euch per Zufall ein deutscher Promi zugeteilt. Er ist dann am Telefon und darf euch beratend zur Seite stehen. Ja. Okay. Verstanden? Wie viel Cent kostet das Briefporto bei der Deutschen Post bei einem Standardbrief bis maximal 20 Gramm? Dürfte ich jetzt noch mal einen Joker anrufen? Sido! Also, ich schließe die Runde. Ihr habt alles draufgeschrieben? Ich weiß es nicht. Dann schauen wir mal, welcher Promi dir unter die Arme greifen darf. Ich weiß ja halt nicht. Der weiß sowas, der weiß sowas. Oh, der weiß sowas. Matthias Schweighöfer. Ja, Matthias gibt ist er da? Selber zur Post. Ja. Ist er schon dran? Viele Briefe. Da schickt er viel Post, ich weiß es nicht. Der schickt Post, ja, der reißt so viel. Post. Mindestens Postkarten und so. Hier und da mal ein bisschen was zurückschicken aus Amsterdam. Wenn er wieder zu Hause ist, ist das da. Der macht sowas. Und 20 Gramm reichen da? Mal gucken. Das war gut. Das war gut. Ist er dran? Der ist auch gleich in der Leitung. Es wird auch gewählt. Und die bei Matthias ist immer so, da muss man mehrmals anrufen. Meistens ruft er zurück. Matze. Herr Schweighöfer. Ist doch gerade in New York oder so. Bei Jimmy Fallon hängt er wieder rum oder so, der Feine. Hallo, Matthias. Hallo? Hallo? Hey, Herr Schweighöfer, hier ist der Herr Sido. Kurz, wartet mal. Sidi, pass auf. Also, ihr ruft zum schlechtesten Zeitpunkt an. Ich fahre gerade von der Grenze von der Tschechei rüber nach Österreich. Okay, das ist ja toll. Hör mir kurz zu. Hör mir kurz zu. Wenn du nicht so viel Zeit hast, dann rede nicht so viel. Bei wie viel Cent kostet, hör zu, wie viel Cent kostet das Briefporto bei der Deutschen Post bei einem Standardbrief bis maximal 20 Gramm? Kannst du die Frage noch mal langsam formulieren? So viel Zeit, wie du brauchst zum Googlen? So langsam? Wie viel Cent kostet das Briefporto bei der Deutschen Post? Bei einem Standardbrief bis Max. Punkt, und das ist die Abkürzung für maximal. Ja, lass doch die Leute klatschen. Ja, das kann er nicht hören. Er kann gerade nicht hören. Kann er gar nicht hören. Bis 20 Gramm. Punkt. Ich sage, pass auf. 1,30. In Cent, Matthias, da muss ich mich mal kurz einschalten. 1,30 in Cent? Also 1,30 Cent? Nein. Google, also warum hast du nicht gegoogelt? Warte mal ganz kurz, warte ganz kurz. Also. Er muss kurz über die Grenze. Lass ihn kurz über die Grenze. Wie viel kostet es? So, ich glaube, wir brechen das jetzt ab. Also wie viel kostet das Porto? Sorry, das ist die beschissenste Frage aller Zeiten. Matthias, du hättest 8-mal googeln können schon in der Zeit. Was ist denn los, Mann? Warte mal, wie viel kostet das Porto? Ich höre nur so ein Rauschen, haben die Leute geklatscht? Ja, wie viel Cent kostet das Briefporto bei der Deutschen Post bei einem Standardbrief bis maximal 20 Gramm, mein Guter? Wie viel kostet das Briefporto bei der Deutschen Post?